Wir befinden uns hier in Freiberg am Untermarkt. Seit 1190 gibt es diesen Markt schon und er wird als eine große Leistung mittelalterlicher Stadtbaukunst bezeichnet, was auch leicht nachzuvollziehen ist. Er ist interessant geschnitten, hat bedeutende Häuser um sich herum und er wurde früher Aschmarkt genannt, Topfmarkt, wie auch immer, denn es wurden im 19. Jahrhundert hier Töpfe, Wannen, Esche und andere Behältnisse verkauft. Beherrscht wird der Untermarkt vom Freiberger Dom St. Marien. Er ist 1485 bis 1501 in dieser Form errichtet worden, als spätgotische obersächsische Hallenkirche, nachdem der große Stadtbrand von 1484 die Kirche, die romanische Kirche, weitestgehend beschädigt hatte. Ja, und über den Dom zu sprechen, das würde natürlich den Rahmen einer solchen Sendung überaus sprengen. Denn wo will man anfangen, wo will man aufhören? Will man mit den Silbermann-Orgeln beginnen, mit dem romanischen Triumphkreuzgruppe, mit der Goldenen Pforte? Oder will man fortführen über die Renaissance-Instrumente von 1594, die im Freiberger Dom vorhanden sind und deren Nachbauten hin und wieder erklingen unter dem Thema, wenn Engel musizieren? Oder soll man die Tulpenkanzel in den Vordergrund stellen? Es gibt viel zu sehen, es gibt immer wieder viel zu hören. Der Freiberger Dom St. Marien ist ja nicht nur ein Zentrum des evangelischen Gemeindelebens in unserer Stadt, sondern auch ein Zentrum des Musiklebens. Abendmusiken seit 75 Jahren, große Konzerte, große Aufführungen. Das ist das, was den Dom über die Grenzen unserer Stadt hinaus auch bekannt macht. Unmittelbar in Verbindung mit dem Freiberger Dom steht das Haus am Dom 1, jetzt vom Museum genutzt. Es ist ebenfalls wie viele Häuser am Untermarkt nach dem großen Stadtbrand 1484 entstanden. Und es war der Sitz des Kollegiatsstifts am Freiberger Dom. Das Kollegiatsstift der katholischen Geistlichen war so bedeutsam, dass die Marienkirche überhaupt erst zum Dom ernannt wurde. In diesem Hauptgebäude des Kollegiatsstiftes war die Verwaltung des Stifts und nach der Reformation begann dort die gymnasiale Bildung der Freiberger Jugend. Es wurde die Lateinschule eingerichtet. Das war dann 1537. Nach der Einführung der Reformation im Freiberger Ländchen durch Herzog Heinrich den Frommen. Dieses Haus ist dann über mehrere Jahrhunderte genutzt worden als Gymnasium bis 1875, bis das Gymnasium Albertinum errichtet worden war. Danach stand es eine ganze Zeit leer und wie das manchmal so ist, es stand sogar der Abbruch zur Debatte. Gott sei Dank ist es dazu nicht gekommen, denn der Freiberger Altertumsverein hat sich um dieses Haus gekümmert und es ist gelungen, um die Jahrhundertwende dann das Museum einzurichten. Um die Jahrhundertwende wurde das Haus vom Leipziger Architekten Arvid Rosbach umgebaut. Es wurde 1903 als König-Albert-Museum eröffnet und bekam 1939 den Namen Stadt- und Bergbaumuseum, den es auch heute noch trägt. Ja, und wer das Stadt- und Bergbaumuseum lange nicht besucht hat, der sollte das halt mal wieder tun. Es ist immer wieder interessant, in die Geschichte unserer Stadt in diesem Hause einzutauchen. Manchen Häusern sieht man ihre Bedeutung und ihr Alter gar nicht so recht an. Das Haus, in dem das Café Andelt schon seit vielen Jahren, einigen Jahrzehnten schon untergebracht ist. Das stammt aus der Zeit nach dem großen Stadtbrand 1486 schon errichtet worden, dann später nochmal umgebaut worden. Und es ist den Freibergern und ihren Gästen natürlich insbesondere deswegen wert, weil eben dieses Café seit Jahrzehnten dort drin logiert. Besonders schön ist an diesem Gebäude, dass eine Werbeanlage aus den 70er Jahren, also aus der Nierentischzeit, einlädt, das Café zu besuchen.